So, nach etwas Bastelei ist das Ding jetzt fertig. Das ist jetzt der Morse. Das Morse-Teil macht irgendwie diese Kurve, irgendwie hat irgendwie eine Frequenz von 822 Hertz und eine V-Peak-Peak von 870 Millivolt, also knapp unter 1 Volt, was für die Audio-Sachen da ist und keine Abweichung oder sonst irgendwas. Das ist alles super. Aber nochmal, ich mache das mal gerade hier, dass ich mal stoppe hier. So, zack. So, jetzt kann man irgendwie die nochmal genau sehen, die Schaltung. Und das ist insgesamt also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut ausgeglichen. Und das funktioniert.